Hallo liebe Freunde, ähnlich entspannt wie eine Tasse Kaffee, so ähnlich soll dieses Beispiel sein zur Wechselstromtechnik und ich glaube, das kriegen wir gut hin. Die Grundlagen dazu, die habe ich euch beim letzten Mal in dem Video gezeigt. Dann legen wir doch mal los. Wir sehen eine Schaltung, eine Reihenschaltung mit Widerstand, Induktivität und Kapazität und ich möchte gerne fortlaufend das Zeigerdiagramm entwickeln und da kommen alle Grundlagen vom letzten Mal drin vor. Wir starten doch am besten mit der Spannung am ohmschen Widerstand. Die rechnen wir zuerst aus. Dafür gilt das ohmsche Gesetz, das schon aus der Gleichstromtechnik bekannt ist. Jetzt hier aber im Komplexen angewandt, also UR, die Spannung am ohmschen Widerstand, ist gleich R mal I. Und natürlich muss ich jetzt noch einen Strom vorgeben, den ich hier mal mit einzeichne, der Strom I. Und damit es möglichst einfach ist zu rechnen, nehme ich hier einen Strom I gleich 1 Ampere. Mit einer Winkellage von 0 Grad. Dann sehen wir hier also 10 Ohm mal 1 Ampere. Das Ohm wird als Einheit in Volt durch Ampere zerlegt. Also 10 Volt durch Ampere mal 1 Ampere. Das ergibt jetzt 10 Volt. Das war jetzt sehr einfach. Dann gehen wir weiter mit der Induktivität. An der Induktivität gilt auch ähnlich wie beim ohmschen Gesetz, nur mit der Impedanz der Induktivität, die nennen wir ZL, das ist die Impedanz ZL mal I. Und das ZL, auch im letzten Video gezeigt, wird ja zerlegt in J Omega L. J Omega L mal dem Strom I. Und dieses Omega, die Kreisfrequenz, ist hier in der Aufgabe vorgegeben mit 1000 mal 1 durch Sekunde. Man beachte, dass die Einheit der Kreisfrequenz 1 durch Sekunde ist und nicht Hertz. Das Omega selbst wird ja auch zerlegt in 2 mal Pi mal F, falls die Frequenz F gegeben ist. Nun setzen wir das mal ein, also J mal Omega, also 1000 mal 1 durch Sekunde, die Einheit nicht vergessen, mal der Induktivität, die hier gegeben ist mit 4 Millihenry, 4 Millihenry mal dem Strom von 1 Ampere. Wir entwickeln das weiter, also J mal 1000 mal 1 durch Sekunde mal 4 und das Milli ist ja gleich 10 hoch minus 3, 10 hoch minus 3. Und die Einheit Henry wird zerlegt in die ursprünglichen SI-Einheiten. Und da gilt, dass ein Henry, das Henry ist das gleiche wie Voltsekunde durch Ampere. Also ersetzen wir das Henry durch Voltsekunde durch Ampere. Und ich ergänze jetzt noch hier den Strom mal 1 Ampere. Und jetzt sehe ich, jetzt kann ich einige Einheiten kürzen. Das Ampere fällt auch raus. Und es bleibt zurück auch 10 hoch minus 3 und 1000. Kann ich gegeneinander kürzen. Es bleibt zurück jetzt gleich J 4 Volt in diesem Beispiel. Nun komme ich hier zur Kapazität UC und die Spannung dazu, die komplexe Spannung, wird berechnet, ebenso wie bei der Induktivität, jetzt mit der Impedanz der Kapazität ZC mal I. Und auch aus dem letzten Video ist bekannt, wie dieses ZC sich zusammensetzt. ZC ist 1 durch J Omega C mal I. Also jetzt mit Zahlenwerten 1 durch J mal 1000 mal 1 durch Sekunde mal der Kapazität. Die ist hier gegeben mit 0,5 Millifarad. 0,5 Millifarad. Mal dem Strom, oh, hier habe ich den Unterstrich vergessen. Wir achten darauf, dass wir die Unterstriche immer schön dazu nehmen, denn die zeigen, dass wir uns hier im Komplexen bewegen. Mal dem Strom, also der ist hier rein reell, 1 Ampere. Und dann rechnen wir aus, oder wir ersetzen erstmal das Farad durch die zugehörige SI-Einheit. Bei der Kapazität wird also das Farad, die Einheit der Kapazität, die ist gegeben durch Ampere Sekunde durch Volt. Und wir sehen hier sehr schön bei der Induktivität Voltsekunde durch Ampere, bei der Kapazität Farad in Ampere Sekunde durch Volt. Da wird einfach das Volt und Ampere im Zähler und Nenner getauscht.
1 durch J, 1000 geht gegen Milli, wird gekürzt, also vielleicht schreibe ich es hier erst nochmal rein, mal 1000 mal 1 durch Sekunde mal 0,5, Milli ist 10 hoch minus 3. Man sieht, dass ich das Beispiel jetzt hier auch sehr schön angepasst habe. Und Farad ist jetzt hier oben das Ampere-Sekunde durch Volt. Genau, mal dem Strom mal 1 Ampere. Jetzt dürfen wir hier kürzen. Sekunde gegen Sekunde, Ampere gegen Ampere. Und hier steht das Volt im Nenner des Nenners. Und wir wissen ja, der Nenner des Nenners, der landet dann im Zähler. Also habe ich dann noch dort stehen, 1 durch J 0,5 Volt. Genau. Und 1 durch 0,5 sind ja 2. Und jetzt überlegen wir, ja, das stünde jetzt hier 1 durch J 2 Volt. Jetzt überlegen wir, was machen wir mit diesem 1 durch J? Und dazu, das wissen wir auch, also vielleicht mache ich das in einer anderen Farbe, um sich das gut zu merken, aus der Mathematik. Also 1 durch J, was ist das nochmal? Das ist ja das gleiche wie 1 durch E hoch J Pi halbe. Jetzt habe ich hier im Nenner dieses E hoch J Pi halbe, will ich das in den Zähler bringen, wird der Exponent dann negativ, also zu E hoch minus J Pi halbe. Und das ist gleich minus J. Also wir können uns merken, 1 durch J ist das gleiche wie minus J. Sehr hilfreich. Ich schreibe es mal hier hinten hin. Ja, oder hier unten, 1 durch J ist gleich minus J. Sehr hilfreich in den Berechnungen. Okay, also dann für die Spannung, 1 durch J wird dann zu minus J 2 Volt. Dann habe ich jetzt an dieser Stelle erstmal alle Spannungen berechnet. Das ist also der erste Schritt gewesen, also die Spannung am Widerstand, an der Induktivität und an der Kapazität. Diese drei Größen habe ich jetzt entwickelt. Und jetzt ist es ja interessant, das Ganze mal aufzuzeichnen. Und zwar in einem Diagramm mit den Achsen des Realteils, mit der Realteilachse, also in der komplexen Ebene, vielleicht etwas größer gezeichnet hier, Realteilachse und die Imaginärteilachse wird jetzt hier eingefügt. Also das Ganze ist jetzt die komplexe Ebene. Und dann würde ich jetzt gerne mal einzeichnen, wie das sich verhält. Ich beginne mit dem Strom. Der hat hier nur einen reellen Anteil. Den zeichne ich dann also in Richtung der reellen Achse nach rechts. 1 Ampere, so. Das möge mal der Strom sein, I. Genau, den haben wir jetzt. Und als nächstes zeichne ich die Spannung am Widerstand ein, UR. UR, das Ergebnis waren hier 10 Volt, also das ist hier meine Spannung am Widerstand, die geht in die Richtung des Stromes, genau, die zeigt also in Richtung des Stromes, genau, das ist mein UR. Also Strom und Spannung sind in Phase am ohmschen Widerstand. Nun zur Induktivität. Dort habe ich bekommen an der Induktivität J 4 Volt, also ein Zeiger, der geht nach oben. Der ist also in Richtung der Imaginärteilachse, hat in etwa diese Länge, das wäre das UL. Und jetzt sehe ich ja, dass UR und UL addiert werden, also ich darf diesen Pfeil jetzt an die Spitze von UR dran nehmen, also man darf jeden Vektor einfach im Diagramm verschieben. Der kommt jetzt hier vorne mit dran, das ist jetzt mein UL, dann haben wir das schon mal addiert. Gut, dann kommt als nächstes die Spannung der Kapazität, UC. Die haben wir hier ja zu minus J2 Volt, also die zeigt nach unten, ist nur etwa halb so lang wie hier das UL. Das wäre das UC nach unten zeigend. Und auch diesen Pfeil kann ich jetzt beliebig in diesem Diagramm verschieben, egal wie ich will. Hauptsache die Länge und die Phasenlage bleibt gleich. Und weil die alle addiert werden, wird jetzt am Ende, also an der Pfeilspitze von UL, der Pfeilanfang von UC gesetzt. Also der Pfeilanfang von UC, der wird jetzt hier dran gesetzt, so.
dann bin ich genau hier, UC. Und an dem Endpunkt, also an dieser Pfeilspitze, bin ich ja dort beim Punkt B quasi. Und hier vorne am Anfang von UR ist der Anfang von A. Also könnte ich da, wenn ich so wollte, hier ein kleines A einzeichnen für den Anfang und B für das Ende. Und damit habe ich die Spannung zwischen den Klemmen A und B gefunden. UAB. Die zeichne ich jetzt mal hier ein. Und ich rutsche mal eben ganz kurz zur linken. Und das wäre dann also hier diese Spannung. Genau, das ist jetzt meine Spannung. UAB, genau. Der Strom, das ist hier unten, ich schreibe es nochmal dazu. Ja, ich sehe also die Gesamtspannung UAB kommt, ja, wie ist das jetzt? Die kommt zuerst, dann kommt der Strom, denn im mathematischen, denn im Zeigerdiagramm laufen unsere Uhren quasi rückwärts. Das heißt, unser positiver Winkel geht also entgegen dem Uhrzeigersinn. So würden wir den Winkel positiv rechnen, genau. Und jetzt sehe ich den kürzesten Winkel, vielleicht entferne ich hier mal das I, sonst irritiert das, genau. Den kürzesten Weg vom Strom zur zugehörigen Spannung, also vom Strom, den wir haben, zur zugehörigen Spannung, das bezeichnet man hier auch als den Phasenwinkel Phi, genau. Und den könnten wir jetzt gleich auch mal berechnen, aber wir sehen schon mal, wie das Phi ist. Das sind jetzt so, vielleicht so 10, 11 Grad, wir werden es gleich mal ausrechnen. Ja, so habe ich erstmal das Zeigerdiagramm entwickelt und jetzt kann ich mit Hilfe von Pythagoras zum Beispiel auch die Länge von UAB bestimmen. Ich kann auch den Winkel bestimmen. Das UAB machen wir es mal mathematisch. Das ist ja die Summe dieser drei Spannungen, die wir gerade oben berechnet haben. UAB ist ja gleich UR plus UL plus UC. Und mit den Zahlenwerten, die wir da haben, 10 Volt plus J 4 Volt minus J, Strich fehlt, 2 Volt, also gleich 10 Volt plus J 2 Volt. Das ist das Ergebnis jetzt der Spannung. Und ich kann den Winkel der Spannung berechnen, also wie ist dieser Winkel Phi, wie ist der, wie sehe ich das hier in diesem Dreieck, das kann ich mir angucken. Ja, da sehe ich der Tangens von Phi, der Tangens ist ja gleich Gegenkathete durch Ankathete, das wäre dieses Stückchen hier hinten, bezogen auf die Ankathete, also wäre gleich dem Stückchen UL minus UC, wenn ich das einfach von der Länge betrachte, mit den reellen Größen gerechnet, durch das UR. Oder jetzt hier mathematisch kann man es auch so machen, dass das Phi ist gleich dem Arcus Tangens, Arcus, das soll ein C sein, Arcus Tangens, Imaginärteil durch Realteil. Und der Imaginärteil ist hier 2 Volt, also Arcus Tangens 2 Volt durch Realteil 10 Volt. Also das Gleiche, was hier auch stünde, also 4 minus 2 durch 10 und dann noch nach dem Phi umgeformt und das liefert ungefähr so 11 Grad. Damit habe ich den eingeschlossenen Winkel berechnet. Ich sehe auch, dass erst die Spannung kommt und dann der Strom. Ja, was für ein System ist das? Wenn erst die Spannung kommt und dann der Strom, dann sehe ich, ja, fällt uns der Satz ein, an Induktivitäten Ströme sich verspäten, weil wir sehen erst die Spannung, dann den Strom. Oder man kann auch sagen, die nachfolgende Größe der Strom gibt die Energiegröße an und die Energiegröße mit dem Strom I ist eine Induktivität. Also haben wir hier überwiegend ein eher ohmsch induktives Verhalten. Genau. Und damit haben wir an dieser Stelle eine erste Übungsaufgabe, ein Zeigerdiagramm entwickelt und wir können in einem nächsten Video mal denken. Es wäre spannend, was würde passieren, wenn UC und UL gleich lang sind. Das ist nämlich eine Besonderheit dann im elektrotechnischen System und das wird häufig genutzt. Dafür gibt es dann ein weiteres Video. Dann danke fürs Zuschauen.